Hi, ihr hört mich wahrscheinlich gerade schon wieder nicht. Ich bin Felix Gessert von Backend und ich möchte euch heute zeigen, wie wir mit Backend versuchen, das Internet schneller zu machen. Fangen wir direkt an. Müsste jeden Moment fertig sein, Entschuldigung. Das waren jetzt 9,3 Sekunden. 9,3 Sekunden ist genau die Zeit, die eine durchschnittliche E-Commerce-Webseite braucht, um vollständig zu laden. Und das wiederum hat extrem Einfluss darauf, wie zufrieden einerseits die Benutzer sind und wie andererseits auch der Geschäftserfolg des Unternehmens aussieht, das diese Anwendung betreibt. Zum Beispiel hat Amazon festgestellt, wenn sie 100 Millisekunden Ladezeit verlieren, heißt das für ihre Endnutzer, die denken, vielleicht brauche ich diese 12 Kilogramm Nudeln aus dem Blitzangebot doch nicht, springen ab und der Umsatz bricht ein. Oder, ganz ähnliche Studie von Yahoo, 400 Millisekunden Ladezeitverzögerung heißen für den Endnutzer so viel wie, wenn diese Suchmaschine so scheiße langsam ist, warum bin ich da nicht irgendwie zu Bing gegangen? Die sind doch irgendwie die geilste Suchmaschine. Oder es gibt hier noch so eine Suchmaschine, die heißt Google. Die haben mal getestet, wenn wir jetzt 30 Suchergebnisse statt nur 10 anzeigen, sind die Nutzer dann zufriedener oder eher nicht? Und es stellt sich heraus, dadurch, dass die Seite dann langsamer lädt, sind die Nutzer unzufriedener und denken wieder, warum habe ich das nicht gebingt? Quintessenz ist also, Ladezeiten sind schlecht für den Business. Das sind jetzt so abstrakte Statistiken, deshalb habe ich mal zusammengefasst, wie ich persönlich darauf reagiere, wenn Seiten langsam laden. Entweder bin ich irgendwie ganz geduldig, warte, dass die Seite lädt, spiele an meinem Handy rum, aber in den meisten Fällen erwische ich mich dabei, wie ich den Rechner anschreie. Das bringt natürlich nicht viel. Ladezeiten sind extrem wichtig, aber die Frage ist natürlich, wir als Unternehmen, was können wir dagegen machen? Es gibt in der Wissenschaft im Prinzip zwei Erklärungsmodelle dafür, wie schlechte Ladezeiten entstehen. Das erste ist dieses hier, irgendwo im Internet ist ein Kabel verknotet. Da glauben wir nicht dran, deshalb hier ist, wie es wirklich ist. Hier sehen wir einen typischen amerikanischen Bürger, der auf eine europäische Anwendung zugreift. Damit diese Anwendung angezeigt werden kann, muss im ersten Schritt mal ein Backend die Daten verarbeiten und dabei wird typischerweise ein Webserver die Daten aus der Datenbank lesen, die Seite aufbereiten und dann in sehr vielen, im Schnitt über 100 Requests zum Client senden. Das ist in diesem Fall wieder unser netter amerikanischer Bürger. Und erst dann wird die Seite vollständig angezeigt, erst dann kann der Kunde aktiv werden. Das ist unschön. Diese beiden Bottlenecks müssen wir irgendwie beseitigen. Wie gehen wir das an? Es gibt nur eine technische Möglichkeit, Ladezeiten zu bezwingen. Und das ist, Daten dichter an die Nutzer heranzubringen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Infrastruktur genommen, die es schon gibt, die sogenannte Webcaching-Infrastruktur, speichern da alle Daten rein und setzen da die Algorithmen drauf, damit die Daten immer konsistent sind. Das sieht dann also so aus, dass wenn jemand auf die Daten zugreift, dann kann er die Anfragen immer an den nächstgelegenen Cache, zum Beispiel sein Handy-Smartphone-Cache oder an den nahegelegenen ISP-Cache, kann er diese Anfrage richten und sie wird direkt da beantwortet und die Ladezeit ist am Ende wesentlich geringer. Das Backend wiederum bekommt weniger Anfragen, weil das kommt ja alles aus den Caches irgendwie rein und deshalb ist auch hier die Auslastung auf Datenbank- und Application-Server-Ebene wesentlich geringer. Die ganze Technik dahinter können wir jetzt nicht erzählen, aber wir sind ein Spin-off der Datenbankforschung aus der Uni Hamburg und haben hier im Prinzip 5 Jahre dran geforscht. Die technische Basis setzt sich im Prinzip zusammen aus probabilistischen Blumenfiltern, Deep Reinforcement Learning und Kaffee. Das sind unsere 3 Erfolgskonzepte. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was bringt das für eine echte Anwendung? Deshalb haben wir mal eine gebaut, eine einfache News-Anwendung und die laden wir jetzt mal auf den größten Backend-as-a-Service-System, also unserer Konkurrenz und unserem eigenen System, um zu gucken, wie schnell es ist. Das machen wir aus verschiedenen geografischen Standorten und siehe da, Backend konsequent unter 1 Sekunde, was die Gesamtladezeit betrifft und die anderen im Schnitt 6,8 Sekunden langsamer. Das ist also ungefähr so, als wenn euer nächster Flug von hier nach New York statt 8,5 Stunden nur nach 1,5 dauert. Jetzt sagt ihr vielleicht, gut, ich bin jetzt aber hier irgendwie ein Hamburger Wurstwarenhändler mit einem Webshop oder so, meine Kunden kommen alle aus der Nähe. Ist egal, es bringt trotzdem jede Menge. Hier haben wir ein anderes Backend, das ganz lokal die Daten bedient. Die Nutzer kommen aus der gleichen Region wie das Backend und trotzdem ist der Browser-Cache im Gerät so stark für die Performance verantwortlich, dass wir hier immer noch um den Riesenanteil schneller sind. Also, um das zusammenzufassen, was sind unsere Kernfeatures, was machen wir genau? Wir machen die Seiten im Schnitt um mindestens 250% schneller, Webseiten, Mobile-Apps. Das heißt, für die Anwender, also für die Businesses, die darauf ihre Anwendung deployen, zufriedenere Nutzer, die sich weniger beschweren. Skalierbarkeit im Backend, das heißt, wie managen wir die großen Datenmengen, Big Data, das ist im Prinzip das, wo wir aus der Forschung herkommen, darum kümmern wir uns, das heißt, der Admin sieht nicht mehr so schlecht gelaunt aus.
Die Entwicklungszeit wollen wir ein bisschen reduzieren, dadurch, dass wir Standardmodule für alle möglichen Sachen haben. Push-Nachrichten, E-Mail-Versand, Datenspeicherung, Queries, Echtzeitkommunikation, alles Mögliche. Jedenfalls alles, damit die Nerds auch mal in die frische Luft kommen. Was heißt das jetzt im Endeffekt? Das ist für jeden Endnutzer dann unterschiedlich. Wie man die gewonnene Zeit letztlich einsetzt, bleibt jedem überlassen. Wir sind davon überzeugt, dass die Möglichkeiten ziemlich groß sind. Also zusammengefasst, wir sind Backend, wir wollen Ladezeiten in den Arsch treten und vielen Dank.